Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Orbanium. Heute dreht es sich um einen neuen Service, den Sony angekündigt hat, und zwar PlayStation Now. Und was das genau ist, das erfahrt ihr heute in diesem Video. PlayStation Now ist etwas, was ihr als PC-Spieler nutzen könnt, und zwar könnt ihr dort alle PlayStation 3 Titel von Sony spielen via Stream. Das ist im Endeffekt das gleiche, wie ihr schon auf der PlayStation 4 machen konntet. Nur mit dem Unterschied, dass es eben hier über der Cloud läuft und ihr das streamen könnt und einfach auch nur auf dem PC funktioniert. Und bei PlayStation Now handelt es sich um ein Abo, wo ihr monatliche Gebühren zahlen müsst, um diese PlayStation 3 Spiele spielen zu können. Wie gesagt, die werden gestreamt und zwar direkt von Sony-Servern. Ihr müsst das Spiel nicht runterladen, sondern sie werden direkt live übertragen. Das hat für euch ein paar Vorteile, hat aber auch ein paar Nachteile. Vorteile: ihr müsst nicht irgendwie die Verpackung aufheben, das Spiel irgendwo reinlegen etc. Auch nicht mit euch rumtragen, sondern ihr könnt es einfach vom PC aus oder vom Laptop aus starten. Der Nachteil, den ihr natürlich dafür habt, ist, ihr müsst eine starke Internetverbindung haben. Welche Mindestvoraussetzungen der PC haben muss, das sage ich euch jetzt. Ein Windows 7 PC mit Service Pack 1, ein Windows 8.1 oder Windows 10 besitzen. Also auch hier, es ist nicht Mac-kompatibel oder Linux-kompatibel oder irgendwas anderes, sondern ihr müsst eins dieser Windows-Betriebssysteme verwenden und benutzen. Des Weiteren müsst ihr mindestens ein 3,5 GHz Intel Core i3 oder 3,8 GHz von AMD A10 oder schneller besitzen und 300 MB Speicherplatz. 2 GB RAM oder mehr, eine Soundkarte, ein USB-Port und eine Internetverbindung mit mindestens 5 Mbits. Des Weiteren hat hier Sony auch einen speziellen PlayStation DualShock-Controller angekündigt. Auch diesen müsst ihr natürlich haben, damit ihr das nutzen könnt. Genauso müsst ihr einen gewissen USB-Stick anschließen an euren PC, um das nutzen zu können. Zum Schluss wird noch ein PSN-Konto benötigt. Da braucht ihr allerdings keine PlayStation Plus Mitgliedschaft, so wie es eben bei der PlayStation 4 üblich ist, wo ihr auch immer monatlich bezahlen müsst für den Multiplayer. Das müsst ihr nicht noch on top zahlen, sondern ihr habt hier einfach die normalen Gebühren von der PlayStation Now. Neben den ganzen Geräten, die ihr euch anschaffen müsst, fallen natürlich die Abo-Gebühren an, die ihr in drei verschiedenen Variationen nutzen könnt. Entweder könnt ihr ein Monatsabo abschließen, was ihr quasi jeden Monat bezahlen könnt, ein 3-Monats-Abo oder ein Jahresabo, wobei das Jahresabo auch noch nicht hundertprozentig bestätigt ist. Das folgt noch. Damit ihr schon mal wisst, was das kostet, sage ich euch das auch. Also das Monatsabo kostet 19,99 $. Ein 3-Monats-Abo kostet 44,99 $. Und ein Jahresabo kostet 99,99 $. Das sind schon mal sehr, sehr heftige Preise. Da muss man sich das überlegen, weil dafür kriegt man je nachdem auch schon eine Vollversion zu kaufen bei den einzelnen Händlern. Vor allen Dingen auch, wenn man die PlayStation 3 Spiele je nachdem auch schon besitzt, muss man das für sich selbst überlegen. Eine Alternative gibt es auch noch. Man kann ein Spiel mieten. Dafür muss man 1,99 $ bezahlen für 4 Stunden. Dann kann man das Spiel 4 Stunden lang spielen. Oder 14,99 $ für 90 Tage. Ja, wer bereits das Spiel allerdings schon in einer PlayStation 3 Variante irgendwie besitzt und dachte, ich habe das Spiel hier in der Hand, kann es irgendwie einlegen und spielen, das geht leider nicht, sondern auch die Leute müssen sich das Spiel noch einmal kaufen. Gestartet hat das alles in Europa, in Großbritannien, in Belgien und in den Niederlanden. Bald wird es auch in der USA starten. Ob das alles in Deutschland so integriert wird, ist noch nicht hundertprozentig bekannt. Das befindet sich aktuell noch in einer Beta-Phase. Das war es erstmal soweit zur PlayStation Now. Das sind erstmal die Infos, die bis jetzt vorliegen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch so eine PlayStation Now-Mitgliedschaft anschaffen werdet, ob ihr das für sinnvoll achtet, ob ihr die Preise zu hoch findet oder ob die okay sind. Lasst mir einfach mal ein Feedback vielleicht da und dann lasst uns einfach in den Kommentaren drüber sprechen, wie ihr die PlayStation Now findet. Das war's soweit erstmal und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.